verdorrter Rasen, graue Aussichten und ein völlig verwilderter Garten. Muss sie da raus? Ja, die muss da raus. Drei Familien packen's an. Nee, nicht davor, das sieht nicht schön aus. Wollen ihre Gärten endlich neu gestalten. Kräftig unterstützt von Werner Ollich, Agraringenieur und Leiter der Gartenakademie Rheinland-Pfalz. Pflanzen ist immer gut, du weißt, das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Das ist nämlich die Sprache, die das Gras versteht. Über ein Jahr wird der Fachmann die Neugärtner begleiten und ihre Gärten für heiße Sommer fit machen. Wir hätten das alleine nie so geschafft. Einfach genial gegärtnert. Los geht's im Frühjahr 2019 in Trier. Angelika, Gianna und Danilo Marchi sind erst vor einigen Monaten hier eingezogen. Also hier, also so ein bisschen, und dann so ein bisschen schlängeln. Jetzt wollen sie sich den Garten vornehmen. Ja, wenn das Wetter mal schöner ist, will man ja im schönen Garten sitzen. Wir haben schon hin und her überlegt, aber so eine richtige Idee ist uns da noch nicht gekommen. Dafür soll er sorgen. Gartenexperte Werner Ollich wird die drei ein Jahr lang bei ihrem Projekt begleiten. Haben wir ja optimales Gärtnerwetter heute, ne? Der liebe Gott lässt es wachsen. Was sind eure Ideen? Ein paar Büsche, bisschen Obst würde okay. mir gut gefallen, bisschen Farbe vor allem. Ne? Was zu essen ist immer gut. Und dann vielleicht, die Wiese gefällt mir gar nicht. Problemrasen, ne? Ja. Der Rasen ist im Moment sehr, sehr schwierig. Man müsste jetzt enorm viel Aufwand betreiben, um hier nachzusäen und zu vertikutieren und alles zu machen, um diesen Rasen wieder hinzubekommen. Wie wäre es denn, wenn wir hier noch so einen kleinen Weg einbauen würden, dass man so ein bisschen durch den Garten wandeln kann? Was würdet ihr davon halten? Finde ich gut. Ja? Dann würde ich doch sagen, Danilo, dann sollten wir zwei uns jetzt mal auf den Weg machen und den Selbigen abstechen, oder? Dann geht's los. Okay. Das war unser Markierungsstäbchen hier. Ja. Und so. Ich könnte mir vorstellen, dass man ein paar schöne Herbsthimbeeren dahin pflanzen würden. Ja? Und dann kann man, wenn man dann hier drauf marschiert, auch hier, ne, immer laufen und essen und essen. Das ist optimal, oder? Super, kommen wir genau hier an, ne? Das war's. Ja. Dann mal auf ins Gartenzentrum. Zuerst das Wichtigste. Die Himbeerstöcke für den Naschweg. Es sind also hier mehrere Sorten, gibt noch dann rötlich, gelbe natürlich auch. Verschiedene Sorten sollen mit. So gibt es monatelang Himbeeren. Alles neu. So, jetzt wollen wir noch einen schönen, fruchttragenden Baum aussuchen. Und wir hatten ja mal überlegt, ob es zum Beispiel eine Kaki sein könnte. Sehr gutes Aroma, wenig Bitterstoffe vor allem. An einen Kaki-Baum hätten sich die Marquis alleine nie gewagt. Wie viele Früchte können wir da erwarten? Gut, jetzt im ersten Jahr müssen wir davon ausgehen, da kleiner Eimer reicht da. Ja, das sind ein paar Früchte zum Testen. Okay. Ich denke, das wird was, der passt genau in die Ecke. Ja, rein. Ja. Wunderbar. Nehmen wir den, oder? Nehmen wir den? Ja. Okay. Einpacken. Ja, das Klima ändert sich. Das haben wir alle gespürt, gerade im letzten Jahr. Und es wird immer wärmer. Und wenn es immer wärmer wird, dann können wir natürlich auch Obstarten anbauen und kultivieren, die man vor 30 oder 40 Jahren für unmöglich gehalten hat. Um ihren Problemrasen aufzupeppen, wollen die Marquis außerdem mehrere Blühbeete anlegen. Haben dafür reichlich eingekauft. Gesamtkosten 360 Euro. So, Danilo, bevor wir jetzt hier unseren Baum pflanzen, müssen wir dem erstmal eine richtig schöne Baumscheibe geben. Und wir machen jetzt ungefähr so 30 cm hier um diesen Topf rum. Stechen wir die ganze Grasnarbe ab. Die müssen wir komplett entfernen, weil es eine Konkurrenz zu den Wurzeln. Wenn wir die entfernt haben, dann machen wir die Pflanzgrube und setzen ihn rein. Dann muss der Naschpfad freigelegt werden. Da ist für die vier noch ganz schön was zu tun.
Auch dieses Gartenprojekt in Karlsruhe braucht Unterstützung. Bei Familie Gerstner sind Gartenneulinge am Werk. Vor 4 Jahren sind sie in das Haus mit Garten gezogen und versuchen seither, der Wildnis Herr zu werden. Wir hätten ganz gerne eigentlich ein Beet, wo wir auch noch mehr Gemüse oder Obst anpflanzen. Im hinteren Teil vom Garten, da sieht es auch schön wild aus, aber so ein bisschen ungewollt wild. Und wir hätten es ganz gerne etwas gewollter wild aussehend. Für uns ein Kinderbeet, wo wir halt auch Sachen anpflanzen können, die wir wollen und wo mal die Eltern sagen dürfen, nein. Also wo die Eltern mal ein bisschen weniger zu sagen haben als sonst. Bei den anderen Beeten. Ja, genau. So, hallo ihr Lieben. Seid ihr fit? Ja. Ja? Oh, yes. Ja. Erstmal Bestandsaufnahme. Es wächst wunderschön, also es sind Perlhürz hinten, da hinten ist der Mohn, es kommt im Sommer kommen so Goldruten. Ja. Eine Idee wäre jetzt beispielsweise, dass man mal etwas macht für Nachtfalter. Das heißt also Pflanzen, die erst gegen Abend blühen, sich öffnen und einen wunderbaren Duft verströmen und dann diese Nachtfalter anlocken, die man dann auch sehr schön beobachten kann, wie die Nachtkerze beispielsweise oder die Bimanellrose. Die Jungs legen schon mal los, während die Erwachsenen das Gemüsebeet planen. Hier geht man dann durch. Yeah. Also man sagt, man macht hier so bis dahin. Ach so, und das, was aufgerissen ist, lässt man. Also, ja, okay, aber da können wir dann ja irgendwelche Blumen rein. Was sollten wir dann reinmachen in das Beet? Tomaten oder? Da geht alles rein. Und der Vorschlag wäre halt eben, dass man so ein kleines Permakulturbeet macht. Ja. Permakultur, das ist also so kleine geschlossene Sache. Wir haben einen geschlossenen Nährstoffkreislauf. Es wird viel mit organischem Material gearbeitet. Das ist so ein kleines Biotop. Ah, dann wäre das ja auch ziemlich groß eigentlich. Ja, das kann man überlegen. Am nächsten Tag hat sich Gartenexperte Ollich für die Jungs Tillmann und Urs ein besonderes Projekt ausgedacht. So. Jetzt geht's ans Insektenhotel. Ich habe mal verschiedene Sachen mitgebracht. Hier so Strohmatten, die lege ich jetzt mal hier hin. Und dann Bambusstangen. Die sind also hier gewachsen. Die haben wir selber geerntet. Und da rein gehen die Wildbienen sehr gerne. Und dann haben wir hier noch ein paar harte Hürden. Und schau mal, hier sind sie schon drin, die Wildbienen. Ja? Die Wildbienen haben Eier reingelegt und haben den Eiern dann Nahrung mitgegeben mit Pollen und Nektar, dass die was zu essen haben. Ja. Jetzt überwintern die hier drin und das Ganze ist mit Lehm verschlossen. Ich säg's an, stell dich hinter die Säge, komm, so. Jetzt ganz einfach ziehen und wieder rein und ziehen. Während die Jungs noch bauen, pflanzen Katrin Gerstner und Werner Ollich schon mal die Nachtfalterpflanzen. Katrin Gerstner hat sich für ein Gartengeißblatt und eine Bibernellrose entschieden. Wunderbar. Ein bisschen Erde darüber geben. Jawohl. Und du hast es jetzt eigentlich niedriger gemacht als die Rasen. Ja. Ist es diese, wie heißt es? Das ist der sogenannte Gießrand. Jetzt sieht man, wozu der Gießrand gut ist. Man kann nämlich richtig viel Wasser einfüllen, ohne dass es jetzt nach rechts und links rüberläuft. Stöcke, die die Jungs gesammelt haben, werden zur Rankhilfe. Ja, wunderbar. Auch das Insektenhotel ist fast fertig. Ja, wunderbar macht ihr das. Sehr gut. So. Auch das bekommt seinen Platz im wilden Eck. Weg vom Boden und nach Süden ausgerichtet. Denn Insekten brauchen die Wärme für den Nachwuchs. Für das Permakulturbeet greift Werner Ollich erstmal zum Pappkarton statt zum Spaten. Was es damit wohl auf sich hat? Zurück in Trier nimmt der Naschweg von Familie Marchi so langsam Gestalt an. Da fällt ganz schön viel Aushub an. Vielleicht lässt sich damit auch noch was anfangen.
Für die Blühbeete werden die mediterranen Stauden erstmal angeordnet. Dann kann auch das Beet ausgehoben werden. Staudenbeet Nummer 2 kommt direkt vor die Terrasse. Jetzt ist das so schön angeordnet, aber hat das auch einen gewissen Sinn? Das ist der wärmste Platz, so leicht auf einem kleinen Hügel. Ja. Von da kommt dann den ganzen Tag über die Sonne. Und deswegen haben wir hier natürlich die wärmeliebenden Pflanzen ausgewählt. Der Holunder hier, der rotblättrige, ist eine ganz wunderschöne, dominierende Pflanze, ein dominierendes Gehölz. Die Stauden dann wieder, ob das jetzt der Salbei ist, ob das der Germander ist. Oder du hast auch eine schöne Pflanze, die du dir ausgesucht hast. Ja, genau. Hast. Dieser gelbe Sonnenhut, der gefällt mir sehr gut. Ja, der passt natürlich hier hin und der fühlt sich richtig wohl. Ja, wunderbar. Ja? Sieht gut aus. Gut, dann würde ich sagen, hauen wir sie rein. Ja. Außer dem Sonnenhut hat sich Angelika Marki für pflegeleichte Fetthennen und Zitronenthymian entschieden. Auch die Himbeeren am Naschweg können jetzt gepflanzt werden. Wir wollen ja, dass die von unten aus dem Wurzelstock wieder austreiben und schneiden also alles oberirdisch weg, bis auf so einen Zugast. Hm, ja? Okay. Und wir warten jetzt darauf, dass die neuen Triebe rauskommen und die haben dann im Herbst schon die ersten Früchte. Also, so schnell geht das. Ja. Wichtig, ausreichender Abstand zwischen den Pflanzen, mindestens 40 cm. Das sieht hier schon sehr, sehr schön aus alles und es ist natürlich viel Arbeit, aber ich denke, dass es am Ende super wird, also ein schöner Garten. Um später auf dem Naschpfad auch gehen zu können, bringen die vier zum Schluss noch Häckselgut aus. Ich bin total begeistert. Diese Farbenvielfalt und auch mit dem Weg, die Idee und dann mit den Himbeeren und der Baum, also richtig toll. So habe ich mir nicht vorgestellt. Wenn es dann langsam Frühling oder Sommer wird, ich glaube, dann sieht man, was man hier alles eingepflanzt hat. Mal sehen, wie gut Himbeeren und Stauden dann angewachsen sind. In Pirmasens wartet das letzte Gartenprojekt auf Werner Ollich. Erst vor kurzem sind Zilli und Dieter Dorst in ihr Reihenhaus gezogen. Ja, hallo ihr Lieben. Hallo, ich bin Zilli. Werner, freut mich sehr. Dieter, hallo. Werner, sehr schön. Schön habt ihr es hier, ne? Ja, wenn das noch stimmen würde mit dem Garten, dann wäre das wunderbar. Das kriegen wir hin. Ja, super, das würde mich freuen. Habt ihr denn schon Vorstellungen, was geändert werden sollte? Ja, auf jeden Fall sollten wir da unten einen Sichtschutz hin machen, dass wir nicht auf dem Präsentierteller immer sitzen und einfach einen schöneren Blick hat. Ja. Dass man nicht die Garagen sieht. Ja. Wir würden dann, das wäre mein Vorschlag, eine freie Hecke machen, eine blühende Hecke. Und die würde auch ein bisschen breiter sein. Das heißt, die muss man nicht jedes Jahr so schneiden, so weißt du, zack, zack, zack. Und um so ein bisschen räumliche Struktur reinzubringen, das machen wir jetzt einmal mit der Hecke hinten. Wäre es auch durchaus denkbar, hier noch ein oder zwei Bäume reinzupflanzen, und zwar mitten in den Rasen. Da hätte ich kein Problem mit, das wäre schön. Die müssen ja nicht so hoch sein. Wenn ihr dann da vorne sitzt, dann guckt ihr und dann sieht das aus wie eine ganze Hacienda, wie so ein größerer Garten. Und wie der Pelzer sagt, einen habe ich noch. Ja. Und zwar ist das hier. Ja. Oh ja. Weg. Oh ja. Ihr wisst es auch, Steine sammeln die Hitze des Tages. Speichern sie und geben sie nachts wieder ab. Das Mikroklima erhitzt sich. Wenn wir hier ein paar Platten rausmachen würden und würden da dort so ein paar Sedumarten reinsetzen oder ein paar drittfreste Kräuter oder Gräser, dann wird es hier auch schön blühen. Und wir würden einen Teil entsiegeln. Und jetzt macht mal kurz die Augen zu und stellt euch vor, wenn ihr dann hier durchwandert und ihr lauft dann zwischen den blühenden Pflanzen durch. Sensationell, oder? Ja. Super gut vorstellen. Go? Ja, ja, schön. Das ist eine richtig klare Idee. Ja? Ja. Auch mit Zilli und Dieter Dorst geht es erstmal in den Gartenmarkt. Zuerst die Sträucher und Büsche für die Blühhecke.
Es geht natürlich hier auch mal um die Vielfalt, dass man also den gesamten Blühzeitraum abdeckt, von den Frühjahrsblühern, Spätblühern, Sommerblühern, kann man hier schön sehen. Die Scheinquitte, die blüht jetzt zum Beispiel, die anderen blühen noch später. Und das wesentliche Element ist natürlich das hier, dass wir darauf achten, dass die Blüten alle ungefüllt sind und dass die Insekten sie anfliegen und dort Nektar und Pollen finden können. Außerdem will Zillidorst Kräuter zum Kochen haben. Sind doch die Kleinen besser, oder wie jetzt? Würde das passen? Ja, glaube ich, es ist besser, als wenn der jetzt schon so groß ist zum Pflanzen. Der geht besser an. Okay, dann machen wir den. Für uns als Menschen können wir ein bisschen was essen. Und den Rest kriegen die Insekten wieder. Die kriegen dann auch was. Schön. Genau. Haben wir noch was? Ja, ich weiß nicht, was. Ja, ich schaue doch mal gerade. Das mag ich nicht. Porridge brauchen wir auch nicht. Koriander erst recht nicht. Fenchel mag ich auch nicht. Fehlen noch die Pflanzen für den blühenden Weg. Das sind Bodendecker, die also ein bisschen was vertragen. Ne? Wenn man da mal drauf tritt, dann passiert da nicht viel. Die können das schon mal ab. Also man muss nicht Fußball spielen drauf, aber man kann schon mal drauf treten. Und sie sind sehr niedrig wachsend in der Regel und sie blühen ganz, ganz üppig. Also in jedem Fall das Sternmoos, den Zwergthymian in jedem Fall auch. Ja, ja, in dem Pink. Dann zwei Farben. Ah ja, dann nehmen wir doch beides. Dann nehmen wir einen weißen und einen pinkfarbenen. Das hier ist auch schön, das Fiederpolster. Zuletzt noch die Obstbäume für mehr Struktur im Garten. Hier wäre die Mirabelle. Ja. Sehr schöne, geschmacklich wunderbare Sorte. Ja, kommt in die volle Sonne. Außerdem entscheiden Sie sich noch für einen Pfirsichbaum. Alles zusammen kostet 400 Euro. Zurück im Garten müssen zuerst die verschiedenen Büsche und Sträucher für die Sichtschutzhecke positioniert werden. Und was ist damit? Wo könnten wir das ginge. Oder die hier ginge auch sehr schön. Ja, das habe ich nämlich auch gedacht, dass man den so an die Seite setzt. Ja, genau. Es gibt einen Grenzabstand, ein Nachbarrecht. Das wäre etwa ein Meter. Den haben wir hier locker eingehalten. Und dann würden wir die Pflanzen so ein bisschen verteilen, dass wir die eher etwas schwächer wachsenden, wie hier die Blutjohannisbeere, so ein bisschen nach vorne holen. Und die stärker wachsenden, wie die Haselnuss, nach hinten machen. Die machen wir gleich in die Tanne. So bekommen die schwächer wachsenden mehr Licht. Außerdem sieht groß hinten, klein vorne besser aus. Die Pflanze war sehr lange im Topf gewesen und dann kommt es zu diesem Rundwuchs. Die wachsen nach außen, können nicht ins Erdreich, wachsen rund. Und da muss man sie jetzt rausbringen. Mit jeder Anschnittstelle hier verzweigen sich die Wurzeln. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Tendenz, dass die direkt in die Erde reinwachsen. Steinsmehl, da sind alle Mineralstoffe drin, außer Stickstoff, die die Pflanze braucht. Jetzt angießen. Jo. Bis die Pflanzen zu einem richtigen Sichtschutz werden, wird es allerdings noch ein paar Jahre dauern. Du hebst mal an. Dann werde ich nehmen. So, jetzt werde ich sagen, wir hatten ja gesagt, sagen wir auf jeder Seite ungefähr, dass wir 8 rausheben. Ja. Und dass wir jetzt mal hier auf die andere Seite gehen. Und dass wir einfach so ohne große Feuer. Ja, versuchen wir es da mal. 200. Und man kann das jetzt verteilen nach Blütenaspekten, nach Wuchshöhe, also so wie man sich den Weg dann nachher gestalten will, durch den man wandelt. Wunderschön, wunderschön, das hätte ich mir nie so vorgestellt. Richtig gut. Und was meinst du mit dem Platz hier? Also jetzt nicht dazwischen, oder, aber da in etwa? Ja, ein bisschen Abstand müssen wir haben. Also zwei, drei Meter sollten wir schon haben. Ja, auch, ob man den weiter muss. Der kann noch ein bisschen weiter rein. Ja. Nee, nicht davor. Das sieht nicht schön aus. Das ist zu nah an dem jetzt? Ja, richtig. Ja. So? Ja. Kleine Stück. Ja, nicht ganz so. Das ist zu so viel. Gelähmig. Ja, so. Ja. Stehen jetzt. Ja. Noch den
Ich koche gerne und gerade mit frischen Kräutern, das ist doch ein ganz anderer Geschmack. Das ist doch richtig schön. Und probier mal. Die Kräuter pflanzt Werner Ollich einfach ins bestehende Staudenbeet. Ja. Auch mal riechen. Das Ergebnis ist fantastisch. Also mir gefällt das wunderbar. Es wurde aus dem Bestehenden, das wurde ergänzt, finde ich, und zwar sehr sinnvoll ergänzt. Wurde nicht alles rausgerissen, wie man das üblicherweise als man macht. Herrlich, herrlich, ja. Hätte ich nie gedacht, ich wäre nie darauf gekommen. Ob die beiden im Herbst bei Werner Ollichs nächstem Besuch wohl schon Mirabellen und Pfirsiche ernten können? In Karlsruhe geht's bei Familie Gerstner mit dem Permakulturbeet weiter. Jetzt legt man dann oben drauf diese Pappe. Das hat den Vorteil, das lockt unglaublich viele Regenwürmer an. Die lieben das. Und wir decken das Ganze mit allen Resten aus. Das heißt, wir nehmen unsere Grasnarbe, die wir hier vom Aushub haben. Die legen wir umgekehrt da drauf. Und dann legen wir noch ein bisschen Häckselgut, was wir haben, Gehölzschnitt oder irgendwelches Gras. Es kommt alles oben drauf, wird vermischt mit Kompost. Und da oben drüber kommt dann die Gartenerde. Im Permakulturbeet landen bunt gemischt Tomaten, Kürbis, Blühpflanzen und Obststräucher. Die Vielfalt der Pflanzen ist eine Besonderheit des Permakulturbeets. Für die Nährstoffversorgung wird das Ganze noch mit Grasschnitt abgedeckt. Tillmann, wolltest mir doch helfen? Denn jetzt sind die heiß ersehnten Kinderbeete an der Reihe. Weil die ein bisschen größer wird, die setzt du dann hier hin. Ja. Ja? Die Tomate. Auch das Beet von Urs ist mit der Johannisbeere, Erdbeere und Gurke gut gefüllt. Also, wenn ich mal sagen darf, geil. Ausnahmsweise. Also. Beeindruckt hat mich das Permakulturbeet, was jetzt eben mit dieser Grasdecke ja auch komplett anders aussieht, wie man sich vielleicht klassische Beete vorstellt. Ich bin natürlich gespannt, bis alles angewachsen ist und bis dann auch alles richtig in Blüte und in Frucht steht. Da bleibt noch ein bisschen Spannung erhalten. Gepflanzt ist jedenfalls genug. Wie viel die Familie ernten kann, wird sich im Herbst zeigen. Ein halbes Jahr später. Haben alle Pflanzen den Hitzesommer überstanden? Und wie werden die umgestalteten Gärten winterfest? Hallo Katrin. Hallo Werner. Hi. Was machst du an diesem trüben Novembertag hier im Garten? Ich hänge das Vogelhäuschen auf von meinem Schwiegerpapa. Ja. Was tatsächlich mehrere Male am Tag hier Vögel anlockt. Wie ist es euch denn ergangen? Ja. Ja, ganz unterschiedlich. Also wir haben ja im Permabeet mehrere Sachen angelegt. Manche gingen wahnsinnig toll. Am beeindruckendsten fand ich die Tomate, weil wir da eine Pflanze eingesetzt haben und in einem anderen Beet. Und im anderen Beet ist sie verhalten normal gekommen und hier ist sie eigentlich explodiert. Also wir hatten eine Monsterpflanze, Tomaten. Also das Permabeet hat uns ziemlich erfreut. Die Himbeere war ganz lange, also die hat zweimal eigentlich getragen. Ja. Und was ich ganz toll fand, war der Oregano da hinten. Das war ja eine Pflanze, der ist ja jetzt wirklich ein Teppich geworden. Ja. Und ich glaube, das würde ich auch nächstes Jahr vielleicht noch mal ein, zwei reinsetzen, einfach, dass das ein grüner Boden. Genau, ja, schöner Bodendecker ist. Genau, ja. Ganz genau. Also hier ist ja noch Platz, da können durchaus noch andere Kräuter mit rein. Wir können natürlich gleich hingehen und können diese Stauden schön teilen mit dem Spaten. Also wenn du möchtest, teilen wir da so ein bisschen was und setzen das da direkt rein. So, das ist das Schöne an den Stauden. Man kann die einfach zurückschneiden. So, wo soll man hinsetzen? Hier, wenn ich hinsetze, da wo es so leer ist. Ja.
So kann sich Katrin Gerstner das Geld für den Oregano sparen. Und fertig. Aus 1 macht 2. Ja, super. Ja. Auch für Urs und Tillmann gibt's wieder Arbeit. Mit einer dicken Laubschicht machen sie ihre Kinderbeete winterfest. Und den nächsten. Zack, zack. So, Männer, auf, weiter geht's. Ebenso das Permakulturbeet. Damit der Kompost über den Winter gut arbeiten kann, wird er mit etwas Aushub abgedeckt. Und das tun wir mit der Grasseite nach unten, hier drauf. Okay. Ja, hol dir mal raus, bitte. Zack. Ja. Richtig guter Kompost geworden. Was ihr jetzt noch morgen kommt an Kartoffelschalen oder Salat oder Gemüse, kommt hier oben drauf. Und dann im nächsten Frühjahr, wenn er ganz voll ist, dann wird er hochgezogen und dann ist unten der fertige Kompost. Ein Kompost lohnt sich in jedem Garten. Der fertige Kompost kann teuren Dünger ersetzen und verbessert die Bodenqualität. Der Standort sollte halbschattig sein, nicht in der prallen Sonne. Kompost muss auf der Erde angelegt werden, damit Regenwürmer und Mikroorganismen den Inhalt zersetzen können. Rein dürfen alle pflanzlichen Küchen- und Gartenabfälle. Fast. Denn zu viel Rasenschnitt verdichtet sich und fault. Kranke Pflanzenteile sind ebenso tabu wie Unkraut, sowie behandelte Schalen, etwa von Zitrusfrüchten. Gehölzschnitt am besten schreddern, sonst wird der Kompost sehr voluminös und braucht lange zum Verrotten. Wenn möglich, abwechselnd trockeneres Material wie Laub oder kleine Ästchen und feuchtes Material wie Küchenabfälle schichten. Nach 6 bis 12 Monaten ist die erste Komposterde reif. Auch im Naschgarten von Angelika und Danilo Marchi in Trier ist es Herbst geworden. Hi, wie ich sehe, ist ja einiges gewachsen. Ja, viel Neues, okay. Aber interessant und spannend. Immer mal wieder, guck mal, unsere Himbeeren, wunderbar. Also wir sind ganz begeistert. Ja, ganz bei mir ist der grüne Daumen schon gewachsen. Ja. Auch die Stauden haben den Sommer gut überstanden. Kakibaum, wie ist es dem ergangen? An für sich gut zuerst. Wir waren ganz begeistert. Viele Früchte. Ja. Bestimmt 7, 8. Wunderbar. Schöne Farbe. So groß. Und dann sind einige braun geworden und abgefallen. Mhm. Da waren nachher noch 3. Da haben wir gedacht, vielleicht schaffen die es aber auch Glück, nicht. Aber wir haben auch nicht geschafft. Es ist schwierig für so eine Pflanze aus dem Container erstmal einzuwachsen. Ja? Man spricht auch so von so einem Pflanzschock, wenn die Pflanzen dann gepflanzt sind. Und deshalb ist es jetzt ganz wichtig, dass man versucht, so ein bisschen dem noch was Gutes zu tun. Ich werde ihn gleich noch ein bisschen zurückschneiden, um das Wachstum anzuregen. Kann man hier ein bisschen zurückgehen. Hier das Gleiche. Ja? Und den Zapfen können wir auch noch mal neu anschneiden. Ja, der ist so ein bisschen eingetrocknet. Und wenn er im Frühjahr dann seine Düngung bekommt, ein bisschen Wasser drauf und dann sollte er eigentlich wachsen. Ja? Okay. Und das wird er auch tun. Ja. Wie sieht es mit den Stauden aus? Brauchen auch die einen Rückschnitt? Ich würde aber vorschlagen, also grundsätzlich für alle Stauden, dass man erstmal alles lässt. Weil viele Insekten finden hier noch Unterschlupf. Zurückschneiden sollte man sie dann im Frühjahr. Werner, wir haben noch eine kleine Überraschung, nachdem das mit den Himbeeren so gut geklappt hat, haben wir überlegt, naja, Danilo, du bist dafür zuständig. Ah, okay. Lass dich mal überraschen, wir haben hier noch was Kleines vorbereitet. Wunderbar. Hier, Werner, schon. Ja. Noch eine Himbeere. Ah, das sind ja meine Lieblinge, ja. Sowieso die gelben. Ne? Und das ist natürlich auch toll. Ja. Da haben wir aber noch eine Frage wegen dem Standort. Ja, da genau. Sind wir uns noch nicht sicher. Cool. Oder wissen gar nicht, wo wir die pflanzen können. Sollen wir mal gerade gucken? Ja. Geh mal vor. Gut. Also die Kiwi braucht ja ein Gerüst zum Klettern. Das ist ja eine Schlingpflanze. Ne? Das heißt, man müsste ein bisschen was aufbauen. So rechts und links 2 Pfähle. Ich bin jetzt mal das Gerüst. Damit hat Danilo Marchi nicht gerechnet. Noch eine Menge Arbeit. Und ob im Sommer schon Kiwis dran sein werden? Dann wird Werner Ollich wiederkommen.
bleibt noch der Garten in Pirmasens. Wie ist es den Pflanzen von Zilli und Dieter Dorst ergangen? Ich gebe dir einen guten Tipp. Ja? Wir lassen das Laub einfach liegen hier. Ach. Ja? Warum soll man sich viel Arbeit machen und das Laub wegmachen? Ja. Guck mal hier, überall sieht man hier den Regenwurmkot von den Regenwürmern. Ja. Das heißt, das ist ein ganz aktiver Boden. Und die Regenwürmer, die freuen sich richtig, wenn die Laub haben. Das futtern die nämlich alles weg. Das ja? Haben wir wieder Arbeit dann gespart, hat, ja, oder? Sagen. Ja, das ist doch super. Die im Mai gesetzten Pflanzen der Blühhecke haben alle überlebt, sind aber noch recht klein. Bis sie zu einem echten Sichtschutz werden, wird es noch dauern. Pfirsiche gab es dieses Jahr leider noch nicht. Man sieht hier, das Gras wächst richtig fett drumherum und es haut den allen Nährstoffen weg und auch das ganze Wasser. Tu mal noch mal so ein bisschen abstechen. Das ist nämlich die Sprache, die das Gras versteht, weil das Gras wird immer wieder versuchen, dahin zu wachsen. Deshalb ist es wichtig, in den ersten Jahren die Baumscheibe immer gras- und unkrautfrei zu halten. Man sieht, das Stäbchen ist einfach zu dünn, wenn es richtig windet. Ja? Also da gehört ein richtiger Pfahl dran, etwa 2 Meter lang, so 3 bis 5 Zentimeter Durchmesser. Und dann sollte man darauf achten, dass man also den Pfahl ungefähr eine Fußbreite wegsetzt von dem Stamm, damit keine Scheuerschäden kommen. Und dann gibt es nächstes Jahr Pfirsiche. Ja, da freue ich mich aber. Ob der Baum tatsächlich Früchte tragen wird, wird sich zeigen. Werner Ollich wird nächsten Sommer wieder nach Pirmasens kommen. Ein Jahr ist seit dem Start der Gartenprojekte vergangen. Was ist aus dem wilden Gartenparadies von Familie Gerstner in Karlsruhe geworden? Hallo Michael! Hi Werner! Hallo ihr drei! Alles gut bei euch? Ja. Grasschnitt. Grasschnitt, wunderbar. Und wo bringst du den jetzt hin? Ja, jetzt bringen wir den da vorne aufs Beet. Katrin, wenn du mal schaust, die Blätter sind alle ziemlich hell. Ne? Ja. Das heißt, die haben zu wenig Nährstoffe. Ja. Und das kommt auch durch die Rinde, weil durch die Rinde die Nährstoffe festgelegt werden. Sehr gut, das heißt, wir bringen jetzt Nährstoffe auf. Ja, genau, schön unter die Pflanzen streuen. Das heißt, meine schöne, teuer gekaufte Pinienrinde wird jetzt ergänzt durch, durch den Grasschnitt. Ja, die wird neutralisiert. Und wenn wir die Abdeckung machen, dann haben wir natürlich auch einen sehr guten Verdunstungsschutz. Und wie macht sich das Permakulturbeet im zweiten Jahr? Es wächst ganz, ganz toll. Wir haben eine Zucchini dieses Jahr und eine Gurke. Und der Urs hat eine kleine Bohne. Aufgabe, Bohne zu züchten. Man sieht, die ist 2,05 Meter. Also die ist riesig, riesig geworden. Sensationell. Du bist ein guter Gärtner. Das hast du richtig gut gemacht. Da hinten ist noch so ein bisschen leer. Ja. Da kann man noch was dazu pflanzen. Wichtig ist bei dieser Permageschichte, dass die Fläche immer bewachsen ist. Einfach reinsetzen. Wild durcheinander. Okay. Tatsächlich, das Permabeet ist mein magisches Beet. Also da wächst das Gemüse ganz, ganz toll. Wie ist es euch denn sonst ergangen? Ja, also eigentlich sind wir zufrieden. Auch den Kompost nimmt Werner Ollich noch mal unter die Lupe. Wichtig, dass man den noch mal impft mit normaler Gartenerde. Da sind Milliarden von Mikroorganismen drin. Und der Urs hat, glaube ich, ein bisschen Gartenerde. Kippst du das mal da drauf, Urs? Damit die Mikroorganismen jetzt was zu futtern haben. Super gut. Überall, jawohl. Jetzt wird die Erde schön eingespült nach unten. Und jetzt können die Mikroorganismen anfangen zu arbeiten. Und damit sie oben nicht verbrennen, Michael, haben wir noch ein bisschen was übrig. Noch einen Häcksel noch drauf. Von unserem Häcksler. Und das ist auch nährstoffreich. Und dann wird das schön abgedeckt. Das Wasser bleibt drin. Wenn du es gerade so ein bisschen verteilst. Das Insektenhotel ist inzwischen gut besucht. Und damit die Tierchen was zu futtern haben, legen Urs und Tillmann für sie noch eine extra Blühwiese an. Aus den Gartenneulingen sind inzwischen schon fast Profis geworden.
Auch in Pirmasens nach einem Jahr ein letzter Kontrollbesuch. Ja, hallo ihr Lieben. Ja, guten Tag. Hallo. Ja. Da kann man es aushalten, ne? Ja. Aber wir haben ja ein bisschen was gepflanzt. Machen wir gerade runter? Ja, gerne, ja. Okay. Da können wir auch gleich vielleicht mal das Pfirsichbäumchen begutachten, weil das ist nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Komm, wir gucken mal. Aus den versprochenen Früchten wurde jedenfalls nichts. Du siehst, also für mich sieht das krank aus. Ja, wir hatten das Problem, dass wir Unmengen von Blattläusen hatten. Für einen Pfirsichbaum sieht der richtig gut aus. Die Blattläuse machen dem nichts aus. Wir müssen ja bedenken, der ist ja erst im letzten Jahr gepflanzt worden. Richtig, ja. Und er hat schöne Triebe. Und die Blätter, die jetzt hier dran sind, die sehen zwar ein bisschen verdellert aus durch die Blattläuse. Mhm. Die haben auch gesaugt, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Hier ist noch sehr viel Grünes. Und alles, was grün ist, macht Photosynthese. Und deshalb bitte nicht hingehen, diese befallenen Blätter wegmachen oder so. Die müssen unbedingt dranbleiben. Ja, wenn man jetzt guckt. Mirabellenbäumchen dagegen, wie man sieht, das hängt ja voll. In diesem Jahr schon geblüht und dann haben wir diese enorme Trockenheit und dann macht dieser Baum im ersten Jahr, was schätzt du, wie viele Früchte hängen da dran? Ja, das wird mit Sicherheit für einen Kuchen reichen. Aber Hossa, das sieht nach einer wunderbaren Mirabellentat aus und ich glaube, die sind schon reif. Und wenn die sind ich einem nicht widerstehen kann, dann sind es reife Früchte und die sollten wir alle mal probieren. Ich habe die nämlich auch schon probiert, ich habe schon genascht, die sind so lecker. Können Sie uns schon mal. Mirabellenkuchen. So, jetzt gucken wir hier nochmal. Und was ist nach einem Jahr aus der Blühhecke geworden? Ich weiß nicht. Die graue Aussicht schon schön bunt verdeckt? Es ist alles angewachsen, ist alles wunderbar, aber das ist alles noch so ein bisschen so mickrig klein. Ich habe gedacht, das wächst da so ein bisschen kräftiger. Ja. Die haben so ein bisschen gelbe Blätter. Das ist Nährstoffmangel und die sind natürlich viel mehr gestresst von dem ganzen Klima, als wenn man jetzt hier ein etabliertes Gehölz sieht, das schon mehrere Jahre alt ist, wenn man das mal hier hinhält. Also, die können das viel besser abpuffern und nächstes Jahr ist das alles auch so, braucht ihr gar keine Angst zu haben. Ja. Wenn wir jetzt noch ein bisschen nachhelfen, indem wir die Pflanzen jetzt unterstützen. Ja, jetzt habt ihr die guten Gaben dabei. Ne? Nämlich Kompost, Gesteinsmehl. So, also gerade so ein bisschen vermischen. Ne? Und Wasser. Gerade junge Pflanzen sollte man damit im zeitigen Frühjahr düngen. Ab Ende Februar 5 Liter Kompost, Mitte März 100 Gramm Gesteinsmehl einarbeiten. Und dann gab es ja noch den Blühweg. Und das ist so wunderbar geworden. Da sind wir auch richtig froh drüber, weil das einfach mal was anderes ist. Vor allen Dingen, das Wasser läuft nicht mehr unnötig weg, sondern bleibt bei den Pflanzen, läuft in die einzelnen Pflanztöpfe hier rein. Wie beim Regen, gell? Das, was jetzt hier sonst weglaufen würde, läuft zu der nächsten Pflanze. Gerade in den heißen Sommern bleiben so die Pflanzen grün und gesund. Regenwasser lässt sich nicht nur in Tonnen sammeln, sondern auch einfach in den Garten leiten. Dazu wird ein sogenannter Wasserdieb oder Regensammler in das Fallrohr eingesetzt. Schlauch anschließen, diesen, wenn es regnet, einfach an verschiedene Stellen im Garten, etwa an Bäume, Büsche oder Beete legen und wässern. Die Erde speichert das Wasser und gibt es bei Trockenheit wieder an die Pflanzen ab. Im Winter stellt man den Regensammler so ein, dass das Wasser ins Fallrohr abläuft. Letzte Station, der Naschgarten von Angelika und Danilo Marchi in Trier. Mit der Hand gefressen. Ja, ja. Hallo ihr Lieben. Oh, hallo. Morgen. 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 Hi. Auf der einst kahlen Rasenfläche hat sich einiges getan. Unser Kiwi-Bäumchen. Ja. Also, der macht uns ein bisschen Kummer. Die Blätter sind so ein bisschen Guck eingerollt. Mal hier, siehst du das? Ja. Und leider haben wir auch nur einen. Aber eine immerhin, Frucht. Ja, da sieht man, der hat ein bisschen unter der Hitze gelitten. Ja. Aber ich sage euch eins, Leute, so ein Kiwi, der kann richtig wachsen. Ja. Ja? Da müsst ihr von ausgehen, im nächsten Jahr wird der explodieren. Und da kann man sich mal überlegen, dieses Gerüst ist ein bisschen zu schwach, weil der kann. Ja. Ja? Da werdet ihr noch überrascht sein. Aha, wir hoffen. Der hat ein Riesenpotenzial. Aber ansonsten für das Jahr und ist das alles okay noch. Außer der neu gepflanzten Kiwi und den Himbeeren des Naschpfads hoffte Familie Marchi endlich auch auf Ernte vom Kaki-Baum.
Guck dir unser schönes Kaki-Bäumchen an. Rossa. Sieht das nicht toll aus? Der ist aber sensationell. So viel Früchte. Ja, ich schaue jetzt mal hier euch an durch die Kaki. Ja. Ne? Also, das sieht ja richtig gut aus. Und wie viele Früchte habt ihr? Habt ihr schon mal gezählt? Ja, über 15. Über 15. Und die Blattfarbe ist ja sattgrün. Also, wie habt ihr denn das hinbekommen? Das kann ich dir sagen, und zwar mit Gesteinsmehl. Okay, über den Boden? Über den Boden und über die Blätter gestreut. Aha. Kann ich dir gerne jetzt, ich habe hier Gesteinsmehl, ich kann dir da zeigen. Okay. Und wie geht's den mediterranen Stauden? Ja, der ist ja richtig toll gewachsen. Das ist ja eine Augenweide. Verwendung gibt es jetzt sogar für den Aushub des Naschwegs. Ja, Werner, hier ist unsere Experimentenecke. Ja, und zwar haben wir hier versucht, einfach was zu pflanzen, ein bisschen Gemüse, ein bisschen Salat. Einfach experimentiert, sozusagen wie im Märchen die Bohnen ausgeworfen. Und es siehst ja hier, wächst und gedeiht. Danilo Marchi ist inzwischen zum passionierten Gärtner geworden. Nur eines will so gar nicht. Das einzige Sorgenkind, was ich noch habe, ist unser Rasen, wie du siehst. Was soll ich mit dem Rasen machen? Einfach wachsen lassen. Nicht mähen, nicht düngen, nicht wässern. Und das Ganze ja stehen lassen. Man hat dann ein paar bunte Blumen da drin, ein paar Blüten. Und ihr habt ja hier schon die Inseln ausgesät. Ja. Wenn dann noch Samen da reinfliegen können, dann etabliert sich das. Ja, okay. Ja? Und dann könnt ihr über 2-3 Jahre eure eigene Blumenwiese haben, die hier standortgerecht ist. Da wächst nämlich das, was an dem Standort hier wächst. Okay. Wenn man zum Rasenmäher greifen will, ruhig bleiben, atmen, Rasenmäher verkaufen, wachsen lassen. Ja? Okay. Hat man Geduld, muss man eine Blumenwiese gar nicht extra säen oder anlegen, sondern einfach die bestehende Rasenfläche abmagern, also aushungern. Das heißt, nicht düngen, nicht gießen, nicht mähen, höchstens 1 bis 2 Mal pro Jahr. Eventuell etwas Sand ausbringen. Der Wind bringt Blumensamen. Und Jahr für Jahr wird der einstige Rasen mehr und mehr zur Blumenwiese. Bei Marquis gibt's nach einem Jahr schon reichlich zu ernten. Da bin ich gespannt. Wenn ich mir das so angucke, ja, richtig schön. Wir haben uns Mühe gegeben. Ja. Und vor allen Dingen, wenn ihr jetzt noch mal gerade dran denkt, wie das vorher ausgesehen hat. Aus der langweiligen Fläche ist ein vielfältiges Gartenparadies geworden. Mit Obst, Gemüse und Blühpflanzen. Nach einem harten Arbeitstag kann ich dann 1-2 Stunden hier abschalten, den Kopf frei bekommen. Kann ich nur jedem empfehlen. Man braucht keinen Therapeut. Auch Zilli und Dieter Dorst in Pirmasens sind zufrieden und dank Werner Ollis Pflegetipps zuversichtlich, dass Nachbars Garage bald durch die Blühhecke verdeckt wird. Auch der Steinweg wird immer grüner. Wenn man das alles sieht, wie das wirklich wächst und gedeiht, finde ich das fantastisch und freue mich wirklich, dass es so geworden ist. Und Familie Gerstner in Karlsruhe ist froh, dass ihr wilder Garten jetzt auch reichlich Früchte trägt. Dank Permakulturbeet und den beiden Kinderbeeten. Es ist eine Lust entstanden, dass es nicht kompliziert sein muss, den Garten zu bewerkstelligen. Wir probieren es aus und ich glaube, das machen wir auch weiter so. Und vielleicht tut sich da noch das eine oder andere im nächsten Jahr. Das wird was. Weitermachen. Alles Gute und vielen Dank. Danke. Da wünsche ich euch noch viel Spaß. Wir haben das alleine nie so geschafft. Und auf euer Gartenparadies, was jedes Jahr schöner wird. Tschüss. Danke. Ja. Tschüss. Mission Garten erfüllt. Super interessant, oder? Und hier haben wir noch Tipps für euch zum Thema. Und auch diese Filme passen ganz gut dazu, könnt ihr euch vielleicht anschauen und sehr gerne natürlich auch unseren
Kanal abonnieren, am besten sofort. Das geht hier.